Mein Name ist David Wechsler, ich bin Teamleiter bei uns in der Sportevents und Specials-Abteilung bei der Schenker Schweiz AG. Unser Team besteht aus 4 Leuten, die jeweils sehr eng zusammenarbeiten bei so grossen Events wie Olympia, damit das auch funktioniert mit der Logistik. Für uns ist jedes Mal ein sehr cooles Erlebnis, wenn wir sehen, wie die Athletinnen und Athleten das Material, das wir dürfen versenden können, benutzen und sie das pünktlich überkommen. Uns ist absolut bewusst, dass Olympia ein Meilenstein ist im Leben eines Athleten oder einer Athletin. Und darum geben wir auch jedes Mal alles, dass wir die Waren pünktlich überbringen können. Wir möchten für Swiss Olympic ein Partner sein, der sich um alles kümmert in Sachen Logistik, damit kein Athlet und keine Athletin sich jemals Sorgen machen muss, ob die Ware pünktlich ankommt und sie ihr Material haben für ihre Wettkämpfe und Trainings. Die Partnerschaft zwischen Swiss Olympic und der Schenker Schweiz AG besteht jetzt seit 20 Jahren. Es macht uns enorm stolz, so einen langjährigen Partner zu sein. Mit unserem Logistiknetzwerk, bestehend aus über 2000 Niederlassungen und über 74.000 Mitarbeitern, sind wir fähig, flexible Lösungen zu bieten, auch wenn einmal etwas nicht ganz nach Plan läuft. Im Hinblick auf Olympia fangen die ersten Beratungsgespräche gut ein Jahr im Voraus schon an. Ein Grund dafür sind die verschiedenen Zoll- und Mehrwertsteuergesetze, die es in den Austragungsländern gibt, oder auch die Auswahl des korrekten Verkehrsträgers. Dann ist ein laufender Prozess der Anpassung über mehrere Monate, weil aufgrund der Selektionen die Bedürfnisse auch ändern können. Besonders intensiv wird es kurz vor dem Spiel, wenn die Ware abgeholt wird und für den internationalen Versand vorbereitet wird. Wir verpacken hier nachverpacken, kontrollieren, Gefahrengüter anschauen, deklarieren, belabeln und einfach die ganze Sendung fit machen für den Versand. Viele Leute wissen auch nicht, dass ganz einfache Produkte wie Laptop-Batterien, Haarsprays oder Schmiermittel für die Mechaniker, die es während einem Radrennen zum Beispiel brauchen, auch als Gefahrengüter zählen. Sobald die Ware komplett verpackt, beschriftet und deklariert ist, übergeben wir sie die Airline, wo die Ware jetzt für dieses Jahr nach Tokio fliegt. Aufgrund der weltweit unsicheren Lage haben wir uns dieses Jahr für einen Luftfrachttransport entschieden. Da Swiss ein Premium-Partner ist von der Swiss Olympic, ist die Entscheidung relativ schnell gefallen gewesen, mit der Swiss World Cargo, der Air Cargo Division von der Swiss zusammenzuarbeiten. Am Flughafen dabei zu sein, wenn die Ware das letzte Mal verladen und kontrolliert wird, ist auch für uns ein spezieller Moment. So kurz vor dem Spiel wird das so richtig greifbar für uns. Wenn dann der Pushback startet, das ist der Traktor, der das Flugzeug zurückstößt, damit es nachher zu der Startbahn rollen kann, dann steigt bei uns die Vorfreude so richtig. Aber spätestens nach dem Start geht unsere Arbeit fast ein bisschen von vorne los. Wir planen die ganzen Transporte vor Ort zu den Venues, retour zum Olympischen Dorf und halt alles, was es vor Ort dann auch noch zu planen gibt. Während unserem Arbeitsalltag verfolgen auch wir gespannt die Leistungen der Schweizer Delegation. Wir wünschen dabei ganz viel Erfolg und goldige Zeiten. All in for Tokyo!